Meine Firma? Mein Haus? Mein Segelboot? Mit dem Studium Wirtschaftsingenieurwesen hat alles angefangen. Das war nicht immer leicht. Aber wenn's mal geklemmt hat, hat mir das Segeln den Kopf freigepustet. Damals hat mir der enge Kontakt zu den Profs viel weitergeholfen. Heute habe ich nicht nur eine eigene Firma gegründet, sondern auch eine Freundin fürs Leben gefunden. Aber was wäre wohl aus mir geworden, wenn ich etwas ganz anderes studiert hätte? Singapur, die Sonne brennt. Rotterdam, starker Wind und Regen. Elsfleth, perfekt klimatisiert. Irgendwie hat es mich immer in die Ferne gezogen. Und als die Entscheidung dann auf Nautik fiel, ging es volle Kraft voraus. Richtig klasse fand ich, dass man hier auch eigene Erfahrungen auf dem Wasser sammeln kann. Aber auch als Landratte wäre ich hier in der Umgebung glücklich geworden. Mein Ausgleich, mein Zweitwagen, mein Beauty-Geheimnis. Technik war schon immer mein Ding. Als ich mich dann für den Bachelor of Engineering in Elektrotechnik in Wilhelmshaven entschieden habe, mussten meine Freunde erstmal schlucken. Stichwort Männerdomäne. Naja, das kann ja auch Vorteile haben. Als Absolvent bekommt man hier die besten Chancen. Die meisten von uns hatten schon vor dem Abschluss einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Ich hätte mir aber auch ein ganz anderes Studium vorstellen können. Mein erstes Lied auf der Blockflöte. Mein erstes Rockkonzert. Mein erster Besuch beim Ohrenarzt. Mit der Lautstärke habe ich es wohl etwas übertrieben. Beim Ohrenarzt hatte ich dann aber nur Augen für die ganzen Apparaturen. So bin ich zur Hörtechnik und Audiologie gekommen. Echt super, was sie an der Jade-Hochschule für eine Ausstattung haben. Der Bachelor in Hörtechnik und Audiologie. Ein echter Geheimtipp. Ich gehe immer noch gerne in Oldenburger Clubs feiern. Aber mit lauter Musik bin ich vorsichtiger geworden. Vielleicht hätte mir auch etwas Kreatives gelegen. Mein Townhouse-Projekt? Mein Wettbewerbsgewinner? Mein allererstes Modell. Mein Freund hat mich zur Architektur gebracht. Er hat damals Bauwesen studiert. Und die arbeiten eng mit den Architekten zusammen. Hat schon Vorteile, so ein fächerübergreifendes Studium. Irgendwann war die erste Arbeit dann fertig. Mein Gott, war ich aufgeregt, als ich da vor den ganzen Kommilitonen stand. Um mich vor Präsentationen zu beruhigen, habe ich damals mit dem Golfspielen angefangen. Und nebenbei habe ich hier auch meinen ersten Kunden kennengelernt. Meine Wahl, mein Studium, meine Zukunft.